Jetzt kommen die spicy Fragen, Robinho. Endlich einmal einen Experten bei der Frage. Juke, wer ist der heißeste Fußballer? Boah, fragst mich Sachen. Der hat Aura. Der ist hübsch. Wo du sagst, der ist schon Schnieke. Ja. Mhm. Boah, ich kenne halt wenig Fußballer. Geht auf Trainer? Ja, wenn du den Trainer hübsch findest. Geht auch Ex-Fußballer? Wahrscheinlich bereue ich das jetzt zu sagen, aber ja, okay. Oh, guck mal, ein süßer Schnuff, Schnuff. Oh, ja, kurz die Show gestohlen, der Kleine. Sagen wir mal Murat Yakin. Den findest du hübsch? Ich nicht, aber... No front an Murat Yakin, ist ein sehr hübscher Mann, so, aber ich glaube nicht, dass es die 1 Antwort ist. Sebastian Rudi. Boah, das ist schwierig. Und ohne Trollen? So ein Schwein. Ist. Wahrscheinlich Xabi Alonso, ist schon, oh. ist schon Alpha-Male. Ronaldo, sagen wir Ronaldo. Cristiano oder der Ältere? Cristiano. Ich würde Cristiano Ronaldo mal aus der ganzen Sache rausnehmen, ansonsten wäre es auf jeden Fall er. Du bist halber Portugiese, ne? Zu seiner Hochzeit auf jeden Fall. Mittlerweile nicht mehr so krass, so das Botox im Gesicht finde ich jetzt nicht so geil. Außer CR7? Mats Hummels ist schon ein schöner Mann auch, ne? Sagt Julian Brandt. Ja, der ist cool wegen One Piece auf jeden Fall. Calafiori. Riccardo Calafiori. Wenn ich mich da null auskenne, also sage ich, der erste im Einfall Thomas Müller. Ist auch ein sympathischer Typ. Völkruf. Lücke, der heißeste. Ja, finde ich lustig.